Hallo, ich bin Suli. Willkommen zu Werner Impressions erste Stempeltechnik-Video. Heute möchte ich euch zeigen drei sehr, sehr einfache Hintergründe mit Ranger Color Wash. Ich möchte euch heute drei Hintergründe zeigen. Und für alle drei Hintergründe benutzen wir Color Wash von Ranger. Das ist ein ganz tolles Produkt. Das ist eigentlich in erster Linie für Stoff gedacht. Aber man kann das wirklich super mit Papier kombinieren. Die Farben sind sehr, sehr leuchtend, mehr als die Stress. Und ihr macht wirklich super Ergebnisse damit. Das erste, wir nennen es marmorierten Color Wash. Wir nehmen einfach Wasser, sprühen unsere Teig. Ich habe meinen Color Wash umgefüllt in kleine Mini-Misters. Wir nehmen 3 bis 4 Farben und spritzen es einfach auf den Teig. Es klingt blöd, aber ich sage immer wieder, pass ja auf, wo das Loch ist in dem Mini-Mister. Es ist ganz leicht, in deine Auge, auf deine Nachbarn, auf deine Wohnzimmerwand zu sprühen, ungewollt natürlich. Und ihr seht schon, mischen sich die Farben und machen ganz tolle Musterung. Wir trocknen es einfach mit unserer Föhn, unserem Embossing-Föhn. Und so sieht es aus. Sollte das dir zu blass sein, du kannst es immer nachsprühen und mehr Color Wash drauf sprühen. So hast du einen leuchtenden Hintergrund und hier sind ein paar Beispiele. Das nächste Technik heißt Color Wash Brayering und ein fertiger Teig könnte in etwa so ausschauen. Wichtig ist, dass hier haben wir das ganze Teig mit Color Wash bedeckt und hier werden wir nur streifen. Wir nehmen unsere Color Wash und machen einfach 2 kleine Spritzer auf unsere Craft Sheet. Hier habe ich eine kleine Brayer oder einen Inky Roller und wir nehmen nur ein bisschen Farbe an ein Teil auf. Und jetzt, wir wollen, wie gesagt, die Streifen haben. Jetzt nehmen wir ein bisschen Blau auf an die andere Seite. Und auch hier. Sieht ein bisschen aus wie ein altes Haus, wo die Farbe fängt dann abzublättern. Ich finde es ganz toll und vor allem, jetzt wenn wir Tim Holtze Stempel verwenden oder etwas ähnliches, hat man einen ganz tollen Vintage Distressed Effekt. Fertig ist es. Unsere dritte Color Wash Technik ist Monoprinting. Ihr kennt vielleicht Monoprinting von Distress Inks oder Ancient Page Inks. Und wir machen das gleiche Prinzip hier. Wir nehmen wieder unsere Color Wash und wir spritzen einfach ein paar Mal auf unsere Craft Sheets. Da die Farben sehr intensiv sind, können wir auch ein bisschen Wasser dazu geben. Jetzt nehmen wir unsere Teig und saugen einfach unsere Farbe hinauf. Immer weiter und immer wieder, bis wir zufrieden sind, beziehungsweise bis die Farbe schon in unsere Teig sind. Auch hier, wir können das ein bisschen mit Wasser nachbearbeiten. Das Ergebnis ist ein bisschen anders, es ist ein bisschen fleckiger als in der ersten Technik und genau das wollen wir. Weil auch hier
können wir mit Tim-Stempel arbeiten oder mit anderen Vintage-Stempeln. Auch hier ist unser fertiges Ergebnis leuchtender als bei Distress Inks. Wir können es jetzt trocknen föhnen und nach Lust und Laune bestempeln.